Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge Transportfieber. Lange hatten wir es ja nicht mehr gemacht. Und ich muss mich auch erstmal wieder reinfädeln, was wir hier alles gemacht haben. Wir sind im Jahr 1939, das steht auf jeden Fall schon mal fest. Wir haben 608 Millionen. Und dort ist meine Maus. So. Wir haben noch nicht alles personalisiert. Ich glaube, mein letzteres war irgendwas hier mit diesem Dreieck zu tun. Und wir diesen Zug hatten. Ich muss mich da erstmal ein bisschen reinfuchsen. Ich habe seit ungefähr einem Monat, anderthalb Monat, schon fast 2 Monate kein Transportfieber mehr gespielt hier. So, der fährt voll. Ist doch gut. Warten auch ordentlich. Der ist voll. Der ist auch voll. Nach Alfhausen 45 warten da bloß. Aber es ist ja auch schon recht viel. 116 wollen wohin? Schwanmühle, wo ist denn das? Parkstein. Ach nee, nach Parkstein. Schwanmühle sind wir ja gerade hier. Schwanmühle. Parkstein. Weil 117. Krass. Der wird jetzt richtig Profit machen. Profitabel ist das Ganze hier. Gucken wir noch mal. 105.000 minus. Und jetzt fast 1 Million plus. Das ist doch gut. Das ist doch gut. So, gucken wir mal noch woanders hin. Wir hatten hier eine Strecke. 70 von 70. Und der hier. Auch 70 von 70. Und wie viel warten jetzt hier? Die wollen nach Lastrup und das sind 117. Und 18 oder 19. Könnte da ja noch einen draufsetzen. Da gibt es das schon wieder. Lass mal gucken. Das ist ein großer hier. 210 kann der. Ja, nur 31. Was ist denn das für ein Zugmodell? Das dreht sich nicht im Fenster. Das sind die Dreiachse mit dem, warte mal, Details. Wir müssen hier mal ein Depot. Ein Depot? Haben wir das hier irgendwo? Da ist ein Depot. Züge kaufen. Ist das der hier? Das ist der. Bin mir aber nicht sicher. Oder der. Muss mal kurz vergleichen hier. Da muss ich mal kurz vergleichen. Wie schaut denn der aus? Na, eher wie der. Genau. Der hat 120 Stundenkilometer schnell. Oder ist das sogar der? Ne, der hat hier oben das Dach und der hat hier oben das Dach. Das ist schon richtig so. Das heißt, man kann ja, was ist das für eine Linie? Das ist Zug 21. Tue ich erstmal den Linienmanager öffnen. Zack. Nee, das war nicht der Linienmanager, den ich wollte. Hier, der ja.
Und zwar Zug 21, das ist dieser da. Und der hat schon so einen Ersatz. Der hat schon so einen Ersatz. Okay. Die sind schon alle ersetzbar. Gut. Da haben wir ja das auch schon geklärt. Reichen Schwanz. Was haben wir denn hier noch gemacht? Haben wir Mist gebaut oder wie? Ach ne, es sollte glaube ich mal die Güterstrecke sein. Eine Güterstrecke. Eine Güterstrecke. So, hier brauchen wir mal Brot für Reichenschwand, oder? Guck mal, wie viel Brot hier ist. Das sind ja unsere großen Brotlieferanten hier. Die auch sehr viel mitnehmen, muss ich ehrlich sagen. Ach nee, das sind nur die Lieferanten. Warte mal, der hier sehen wir gleich mal. Warte mal, wir können auch gucken. Ich stehe nicht so viel dran. Ah, man kann auch im Bahnhof schauen, ne? Die nehmen ja das meiste mit hier. Die LKWs. Hier aber unsere große. Habe ich nämlich gerade gesucht. So. Hier hält ganz viel. Hier hält auch ganz viel. Nehmen ja auch ganz viel mit. Da wollten wir ja mit der Zeit. Der bringt ja immer mehr. So viel ist es gar nicht mehr. Ist eine gute Produktion. Aber die ist schon wieder zurückgegangen. Na, die ist wieder zurückgegangen. Weil nicht so viel abgeholt werden kann. Und das sind was für zwei? Brothilst und Brotwalmo. Gucken wir doch hier mal. Straßenfahrzeugdepot. Gibt es denn hier neue? Die können 11, 60 Stundenkilometer, die nur 40. 60. Farbe ist ja eigentlich egal. Brot. Lebensmittel. Da. Eins, zwei, tak, 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 tak. Alle zuweisen. Hier. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, lalalala. Alle zuweisen. Valmo. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Und lassen uns mal LKW. Okay. Jetzt haben wir sozusagen den hier. Die jetzt alle noch gewissen Anteil haben. Die fahren jetzt 40. Jetzt machen wir folgendes, passt auf. Keine Ahnung, was die jetzt vom Fahrzeug hatten. Ich nehme auf jeden Fall den. Nee. Den und Lebensmittel. Ja. Machen wir jetzt mal 25. Weil die müssten ja auch schon etwas alt sein. So, das haben wir jetzt hier gemacht, ne? Fahrzeug wählen, der und Lebensmittel. Okay. Auch auf 25 und dann gucken wir mal, ob die hier ausgetauscht werden. Machen wir schneller. Ne, wie ging das mit Tab? Mit Tab ging das nicht mit der 3. Ja, die werden ausgetauscht. Ist nämlich ein kleiner Stau. Aber die nehmen jetzt ordentlich mit.
Guck mal, hier sieht man auch, wie das rüber befördert wird. Schön. Die Industrie wächst, meine lieben Freunde. Industrie wächst. So, wir machen hier an der Stelle mal Schluss. Gucken wir hier hoch. Eieiei. Hier wird ja noch ewig viel. Haha. Ja, meine lieben Freunde, machen wir jetzt an der Stelle erstmal Schluss. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Transport Fever. Ihr mit mir, der Cedric Elsus. Ciao, ciao.